Ö3 Nachtradio. Die Zeit, in 5 Sekunden ist es 2 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk, die Nachrichten. Sowjetunion. Das Fernsehen hat gestern 45 Minuten lang eine Diskussion des deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker mit sowjetischen Jugendlichen ausgestrahlt. Das Gespräch war am Dienstag vergangener Woche von Weizsäcker während seines Besuches in Moskau geführt worden. Die sowjetischen Jugendlichen befragten den deutschen Bundespräsidenten zu seiner Meinung über die sowjetische Reformpolitik, über Neofaschismus in der Bundesrepublik und über Generationsprobleme. Nicht vollgesendet wurde eine Passage, in der Weizsäcker für mehr Einzelreisen zwischen Ost und West plädierte. In seltener Ausführlichkeit und mit bisher kaum bekannten Details hat sich eine sowjetische Zeitung mit der Ermordung des letzten Zaren und seiner Familie auseinandergesetzt. Ein Artikel der in Moskau erscheinenden Regierungszeitung Sowjetskaja Russia setzt sich mit dem Ende der Dynastie der Romanows auseinander. Darin heißt es, Nikolaus II., seine Frau und ihre 5 Kinder seien in der Nacht auf den 17. Juli 1918 von der Geheimpolizei in Jekaterinburg im Ural erschossen worden. Die Leichen habe man verbrannt und mit Säure übergossen. Indien. Der Unruhebundesstaat Punjab und weitere 6 Bundesstaaten Nordindiens wollen nun gemeinsam gegen militante Angehörige der Sikh-Religionsgemeinschaft vorgehen. Unter anderem sollen besondere Antiterroreinheiten gebildet werden. Der Sicherheitsminister hat zum totalen Krieg gegen den Terrorismus aufgerufen. Die Sikhs fordern einen eigenen Staat auf dem Gebiet des Punjab. Seit Monatsbeginn haben Anschläge der Sikhs und Vergeltungsaktionen der Hindus bereits 130 Menschenleben gefordert. Bangladesch. Ein Generalstreik hat zum 3. Mal innerhalb von 2 Monaten das öffentliche Leben von Bangladesch lahmgelegt. Die Gewerkschaften teilten mit, man habe im ganzen Land keinen einzigen Streikposten aufgestellt, trotzdem stehe alles still. Die Arbeitervertreter protestieren gegen einen Plan der Regierung, staatliche Betriebe zu privatisieren. Die Aktionen richten sich auch gegen Präsident Hossein Mohamed Ershad. Schweiz. Die Weltfriedensläufer aus Europa haben sich in Genf zu einer Abschlusszeremonie eingefunden. Die Mannschaften waren Mitte Juni mit Fackeln gestartet. Sie kommen aus Jugoslawien, Österreich, Griechenland, Schottland, Schweden und den Niederlanden. Der Weltfriedenslauf geht am 7. August in New York vor der Freiheitsstatue zu Ende. Nun die Wetteraussichten für heute Montag. Von einigen Wolkenfeldern abgesehen vielfach sonnig, während der zweiten Tageshälfte mitunter lokale Gewitterbildungen. Mäßiger Wind. Frühtemperaturen 15 bis 21, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29, in 2000 Meter Höhe um 13 Grad. Der österreichische Rundfunk brachte Nachrichten, verantwortlicher Redakteur Ferdinand Olbort, Sprecherin Jutta Wochenstender, 2.03 Uhr. Ö3 Nachtradio. Hello again, da ist wieder das Nachtradio.